Wir sind fast angekommen beim letzten Donkey Kong Kampf. Hoffentlich hat er dann keine Minis mehr. Und wir haben dann endlich mal alle gerettet. Weil, also, ja, das sind schon sehr viele Minis. Ich hoffe, die verkaufen sich zu Weihnachten besonders gut. Okay, ich muss ja auf jeden Fall... Nein! Oh, ich dachte gerade ganz kurz, der rennt jetzt zu meinem Mini-Mario hin und, ne, macht alles kaputt. Glücklicherweise nicht. Mach mal dort alles kaputt, Kleiner. Danke. Jetzt können wir die Richtung wechseln. Sehr wichtig. Mann, wenn ich es richtig hinbekommen würde. Alter! Jetzt. Keine Ahnung, was das gerade war. Wow. Oh, was? Ich muss zu ihm hochkommen. Meinetwegen. Was? Was? How? Okay. Bonk, Schalter. Das war leider falsches Timing. So. Versuchen wir es erneut. Wir wollen erstmal den Bob haben, runterfallen lassen, Schalter aktivieren, fertig. Ah, noch nicht eine Mini-Ware mitnehmen. Wir brauchen den Bob noch einmal. Ja. Ja, schade. Ich dachte, er springt schon richtig. Leider nicht. Okay, wir müssen das exakt gleiche machen wie gerade, nur etwas schneller. Aber doch komm! Also, versuchen wir es erneut. Darf ich gar nicht hoch? Wahoo. Okay, wir warten am besten auch noch mal ein bisschen, bis er nach vorne kommt. Werfen. Schalter. Jetzt soll was haben. Warum ist er in der Ecke? Joke, wie zählt das noch, als ich stehe hier nur? Nein, ihr seht schon, ich habe nur noch ein One-Up. Das heißt, beim nächsten Mal ist es aus die Maus. Dabei sind wir doch fast bei DK. Jetzt sind wir auch fast durch mit dem Gedöns. Seiner zweiten Schnitzeljagd. Bitte reicht das, danke. Ja, ja, ja. Oh, es ist vorbei. Schaut es euch an. Wonderful. Dring. Da, komm. Sammel schon ein. Darfst ruhig einsammeln. So. Perfekt. Wir haben alles. Woohoo, just what I needed. Und nun haben wir noch ein Level vor uns. Und wenn das nicht der heftigste Banger ist von allen Leveln, dann weiß ich auch nicht, du. Also jetzt muss das allerschwerste Level von allen kommen. Ich erwarte es. Wenn ich es in 2 Minuten fertig habe, bin ich enttäuscht. Ja? Mit der Mülltonne. Alter, du Mülltonne. Ich hoffe, du lebst. Damit ich Dinge mit dir anstellen kann. Wie hochheben und auf Stacheln schmeißen. Lebst du? Nee, stinkt nur, aber lebt nicht. Wow, großes Level. Okay, wir wollen den Mini-Mario mal aufwecken. Jaho. Nimm das mal mit für mich. Danke. Und jetzt wartet auf mich. Daddy sammelt schon mal den Rest ein. Okay, warte, das können wir schaffen. So, perfekt. Haben wir schon mal alles. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich meinen kleinen Kollegen hier rüber kriege. Muss mal sehen hier. Na, für das kann er jetzt so stehen bleiben. Ja. Jetzt kommt er hier durch, ne? Ja. Oh! Ja, warte, das ist eigentlich ganz gut. Oder? Komm mal runter. Runter. Kumpel. Runter. Danke. Und bleib da mal. Ja, bleibst du da? Okay. Ist das so richtig? Oh, das war richtig. Und jetzt habe ich es versaut, ne? Oder kann ich es nochmal resetten? Warte, vielleicht kann ich es resetten. Ist ja eigentlich voll einfach. Ich weiß es schon. Ja, okay, das ist halt ein bisschen doof, dass er hier immer seinen Blödsinn macht. So, okay, perfekt. Jetzt ist er dort. Das ist gut. Jetzt passt auf. Okay, passt ihr auf? Ja? Ich sehe, wenn er nicht aufpasst.
Da muss noch irgendwas hin. Okay, nee, dann habe ich es doch noch nicht. Das ist der jetzt schon vorbei, ne? Hurri, hurri, sagt er jetzt. Hurri, hurri, hurri. Was muss ich tun? Die Mülltonne mitnehmen? Vielleicht hat das was damit zu tun, dass die Mülltonne fehlt. Weil ihm ja die... Ihm hat ja jetzt nur die Höhe gefehlt. Da kam er nicht hoch genug ran. Oh nein, ich bin jetzt Game Over. Ich will nicht Game Over gehen. Nein. Nein, bloß nicht. Dann versuche ich es lieber nochmal erneut. Aufwecken. Blauer Schalter. Ihn ja rüberkriegen oder einfach selber einsammeln, ist auch okay. Dann roter Schalter. Komm nach oben, Kleiner. Bist oben? Perfekt. Jetzt komm bitte hier nicht runter. Er kommt runter, oder? Ja, klar. Ah, nee, warte. Das müssen wir anders machen. Das sonst nicht funktioniert mit der Mülltonne. Warte, Kumpel, komm mal hier hoch. Okay. Komm mal mit. Ich muss ihn erstmal hier nach rechts bringen. Der kann ruhig hier lang. Das ist absolut kein Problem. Hier ist ja keine Gefahr. So, das nehmen wir mit. Okay. So, kurz sein Ding machen, der Typ. Weißt du, was er da unten macht? Der chillt da. Dann chill du mal. Okay. Oh. Ich verstehe. Ja. Nein, nein. Du musst da oben. Okay. Passt auf. Ah, Mist. Ja, aber ungefähr so. Dass genau dann, wenn der rote Schalter aktiv ist, hier das ausgelöst wird. Das. Ja, roter Schalter aktiv. Das Ding. Ja. Problem ist halt, wie gesagt, nur. Ja, das ist halt ein großes Problem. Ansonsten. Würde mir was anderes einfallen. Ich probiere mal ein bisschen aus. Das reicht halt nicht, ne? Okay, wait. Erstmal hier hoch. Dann nehmen wir mit. Boing. Rot! Perfekt! Genau so! Genau so wollte ich's! Ja! Wir haben's. Jetzt muss ich nur noch Mare rüber, aber das ist ja kein Problem. Mare hat ja krasses Moveset, der kriegt das hin. Wir haben's! Yippie! Oh. Ja, doch. Ist in Ordnung als ein letztes Level. Ist in Ordnung. Hat doch keine Gegner. Hat doch nicht wirklich die Möglichkeit zu sterben, außer halt Timeout. Aber es war anspruchsvoll und hat mich mehr als 2 Minuten gebraucht. Gut gemacht, Spiel. Du hast es geschafft. So, DK, du hast hier gar nichts geschafft. Das beweise ich dir gleich. Erstmal muss ich kurz das One-Up schnappen. Kann man bei DK-Level immer nur 1 Stern? Ja, stimmt, einen großen Stern, ne? Ja. Dann haben wir nach DK 120 Sterne, so wie in Super Mario 64. Und dann gibt's noch pro Level 1 Stern, den man einsammeln kann. Also zumindest für Profi 1. So. Die One-Ups. Naja, weiß nicht, ob ich die noch brauche. Ich werde sowieso noch Game Over gehen, wahrscheinlich. Aber einfach deswegen aufzugeben, macht keinen Sinn. Hat doch Spaß gemacht. Ne, hat so kurz. Das Spiel hat einem kurz Zeit gegeben, dass man nochmal ein Like da lassen kann. Falls man es noch nicht getan haben sollte. Aber ja, es ist natürlich alles schon getan. Deshalb macht das gar keinen Sinn. So, DK. Finales Level. Du kannst diesmal nicht entwischen. Es reicht. Ja, es waren 2 Kämpfe. Erstmal der Bob-Omb-Kampf. So, zeig mal, wie hast du ihn verschwert? Oh. 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 Oh, das zählt? Okay. Ich verstehe schon. Ich muss immer auf die mittlere Plattform achten. Der muss immer nach rechts schauen. Perfekt, der trifft. Boing. Okay, muss umwechseln. So, komm nach rechts. Mhm. Der trifft. Perfekt. Ich gehe mal immer mit. Zur Sicherheit. Ah, das war dumm. Ich wollte es so auf übersmart machen und überschlau.
und vorher schon wechseln. Hat sich aber nicht ausgezahlt, hat sich nicht gelohnt. So, Kumpel, ein Leben nur noch, was? Ja. So, doof. Was machen wir da jetzt? Oh, du machst gar nichts? Ach, cool, danke. Das macht's mir einfacher. Oh, doch, ich muss was machen. Zack, vorbei. Yippie! Aber das war ja erst der Anfang. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Mhm. Na komm. Welches hohe Gebäude, welchen Skyscraper schnappst du dir diesmal? King Kong. Fun Fact, wusstet ihr, dass Donkey Kong angelehnt ist an King Kong? Ich wette nicht. Ach, doch kein zweiter Kampf. Warte, ist das die gleiche Cutscene? Ach so, Opa. Ey. Na doch. Ein letztes Mal. Diesmal in Marios Toy Company. Das dritte Mal, dass wir hier ankommen, übrigens. Oder? Ist es das vierte Mal sogar schon? Wie auch immer. Oh, die Musik ist cool. Ey! Was zum... Vorhin hattest du nur noch fünf. Boah, sieht das cool aus. Oh, das ist richtig cool. Das gefällt mir. Ist das so ähnlich wie der Endbosskampf aus dem ersten Teil? Könnte ich mir vorstellen. Was muss ich denn machen? Ah! Wahrscheinlich die Dinge... Ja, das ist genau der gleiche Kampf wie im ersten Teil. Glaube ich. Ach, ich muss die... Ich muss einfach nur ihn wischen, nicht die Hände. Okay, na dann. Das macht's ja einfacher. Bonk. Aber das ist ein richtig cooler gemachter Kampf. Der gefällt mir sehr. Okay. Aber bisher läuft es ja auch gut. Wir sind ja noch nicht gestorben. Komm, Schmeiß! Okay, perfekt. Wo direkt das nächste? Bam! Hat erwischt, das hat gewischt. Wir werden ja immer nur betäubt. Wir werden ja nicht gekillt dadurch. Schade. Oh, zwei Fässer dort. Ich riskiere es, ich riskiere es! Hat getroffen. Haha! Ist jetzt weg das Foss? Nee. Okay. Schluss jetzt! Hey! Ich hab mal ein Foss weggemacht! Was war das denn? Und Maris Fuß oder Schuh hat ihn gerettet vor dem Angriff oben. Oh Gott, was macht er jetzt? Okay, er brennt schon. Er überhitzt. Das ist ein gutes Zeichen für uns. Braucht nur noch ein Fass und ein guter Treffer! Wir alle gucken. Keine Ahnung, wann du den gebaut haben sollst. Oh, ich bin so schlecht, das war so peinlich. Tja, DK. Oh. Einen darfst du haben. Denn dank dir durfte ich nochmal ein 50-Euro-Spiel verkaufen. Danke, Donkey Kong. Yippie! Thank you so much for playing my game. Und thank you so much, dass ihr euch dieses Let's Play reingezogen habt. Ja, das war Mario vs. Donkey Kong. Jetzt noch nicht ganz for real, aber jetzt wirklich die Story. Kurz zusammengefasst, Donkey Kong schaut sich eine Werbung an von Mini-Mario. Es denkt sich, ich hasse Mario, aber ich liebe seine Spielzeuge, sind richtig gut. Klaut sich also die Spielzeuge, weil, was soll sonst, du ja kein Geld, kann nur mit Bananen sein. Und, ist dann von morgens bis abends unterwegs, jeden einzelnen Ort, wo die gerade hinrennen können, zweimal zu besuchen. Zwischendurch auch noch kurz einen Wagen auszurauben für noch mehr Minis. Und selbst dann kriegt er es einfach nicht gebacken. Und ist dann enttäuscht. Er denkt sich, oh, ich komme jetzt in den Knast. Ganz traurig. Aber Mario ist so nett.
macht keine Anzeige und schenkt ihm sogar noch ein Mini-Mario. Also Leute, seid Donkey Kong! Klaut alles aus der Fabrik, rennt den ganzen Tag hin und her, lasst immer ab und zu mal ein paar Minis fallen, die ihr geklaut habt, klaut zwischendurch ein paar mehr und am Ende kriegt ihr sogar einen geschenkt. Ohne Anzeige. Die Toads dort. Ja, aber das Spiel hat mir gefallen. Und ich fand jetzt die Plus-Welten eine sehr gut gelungene Erweiterung. Falls sie nicht im Original waren, das weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall waren die sehr gut gelungen, weil die Level alle nicht einfach nur so waren. Du bist nur Mario, musst hier ein paar Schalter aktivieren, musst einen Schlüssel finden. Nein, hatte nichts mit Schlüssel finden zu tun. Es hatte was zu tun mit Mini-Mario hat den Schlüssel. Aber versuch erstmal Mini-Mario zum Ende zu bekommen. Das hat mir sehr gefallen. Wir werden die zwei Profi-Welten wahrscheinlich noch machen. Ich will sie zumindest mal ausprobieren. Und ja, mir hat das Spiel gefallen. Ich weiß noch nicht, ob es 50 Euro wert ist. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber ihr werdet hier schon ein paar Stunden Spaß haben. Es gibt aber schon so zwei, drei Level. Die musste ich, glaube ich, nachschauen. Weil die ein bisschen komplizierter waren. Aber glücklicherweise war das Spiel nicht so kompliziert wie der Vorgänger. Das ist zumindest ganz gut. Und ja, die Cutscenes sahen auch sehr gut aus. Haben sie schön geremaked. Also ja, das hier ist hundertprozentig ein gelungenes Remake. Meiner Meinung nach besser als das Original. Definitiv. So, werden wir dann aber noch die DS-Teile remaken? Das werden wir sehen. Hat ja sehr viel mit Touchscreen zu tun, deshalb mal gucken, wie die das umsetzen. Aber wäre cool, würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und erwartet in der Zukunft mehr Mario und mehr Donkey Kong. So, du hast den Bestzeitmodus für Plus-Level freigeschaltet. Meistere bereits abgeschlossene Level, so schnell du kannst. Nicht für Zwei-Spiel-Modus. Ja, okay, was soll ich mit Bestzeit? Das ist halt okay, na gut. Wenn man Bock drauf hat. Habe ich nicht nötig. So, Profi-Level! Wollen wir uns mal eins anschauen? Ehrlich gesagt, ich möchte mal eins anschauen. Wir wissen, was auf einem zukommt hier. Gucken mal. So. Keine Ahnung, was das, wie diese Level mit der Lore zu tun haben, aber... Oh, warte mal, das ist einfach nur 1-1, oder? Aha. Nee, den wollen wir da hinten haben. Okay, das ist also das gleiche Gameplay wie... Zumindest diese Welt ist das gleiche Gameplay wie das normale Hauptspiel. Alright. Hä, was? Okay, warte, ich soll den blauen Schalter hier aktivieren, ne? Okay, das sind aber zwei Geschenke aus einem Grund, richtig auf einmal. Blauer Schalter. Jetzt roter Schalter. Ne? Habe ich recht? Ja, es ist da hier. Okay. Können wir jetzt auch da schmeißen? Nein? Als ob das nicht geht. Was zur Hölle? Das muss doch funktionieren. Ja, die Stacheln haben so eine komische Hitbox leider. Erst hat es geklappt. Zwar nicht so, wie es wollte, aber ausreichend. Okay. Jetzt muss ich herausfinden, wie ich da hinkomme. Warum ist da Platz für ein Mini-Mario? Da komme ich doch selber nicht lang. Ja, den Schlüssel, den sollen wir wahrscheinlich hier rüber. Dann nach oben werfen und alles. Ja, ist okay. Schlüssel und so. Aber lasst mich erstmal gucken, wie ich hier an die zwei Geschenke drankomme. Wo ist mal das dritte Ge- Oh. Hat sich beantwortet. Das dritte Geschenk ist da. Hm? Was? How? Oh, warte mal, ich bin dumm. Das ist doch dafür gedacht, dass ich damit überhaupt die blaue Plattform da hinten erreichen kann. So. Ja, okay, das da oben hat mich jetzt blockiert. Vielleicht muss ich das von hier aus machen. Ja, das macht mehr Sinn. Perfekt. Yahoo. Ja, gut. Den Bonus darauf haben wir schon mal. Jetzt den Schlüssel. Also, ich habe eine Idee, wie das mit dem Schlüssel funktionieren könnte. Und die ist folgendermaßen. Wir schmeißen den Schlüssel hier hin. Bam. Ne?
Jetzt können wir ihn mitnehmen. Hier nach oben werfen. Jetzt passt auf. Nee, das geht gar nicht. Den kriege ich ja nicht nach oben. Oder brauche ich den Mülleimer dafür? Ja, oder? Ja. Warte, komm mal mit, Kleiner. Kleiner Schlüssel. Ja genau, bleib erstmal da stehen. Du hast jetzt 10 Sekunden Timer. Das sollte genug sein. Ja, komm mit. Oh Gott. Nein. Schade. Aber nicht schlimm. Wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja noch Zeit. Auf jeden Fall den hier brauchen wir. So. Dich brauchen wir. Mhm. Wir wollen das ändern, dass es auf die andere Seite geht. Den aktivieren. Oder auch nicht aktivieren. Das war jetzt leider nicht ganz richtig. Also die Zeit knapp. Aber ich glaube, ich krieg's noch hin. Wenn ich so einen Blödsinn mache. Okay, ich muss mich kurz konzentrieren. Konzentrieren. Ich glaube, ich schaffe. So, so. Renn. Ich hab's geknackt. Schaffe ich nicht mehr, oder? Okay. Okay. Oh. Oh. Ja, hallo. Warum macht er nicht auf? Idiot. Das ist vor allem so einfach. Schaut mal, wie schnell ich jetzt wieder hier bin. Bonk. Ja, das war's eigentlich schon. Basically. Ich weiß aber wirklich nicht, warum er das Tor nicht aufgemacht hat. Ja, jetzt macht er sofort. Ich glaube, wenn man genau drauf steht, macht er es nicht. Er macht es nur seitlich. Und ich habe außersehen den Schlüssel nachgeworfen, weil ich dachte, okay, vielleicht muss ich ihn schnell werfen, reinwerfen. Weil schon jetzt ein bisschen länger her ist, dass ich jetzt mit Mario einen Schlüssel in der Hand hatte, weil wir ja immer die Mini-Marios dahin gepackt haben. Jetzt die letzten paar Folgen. Ja, wenn ihr auf diese Level Bock habt, lasst es mich wissen. Oder ich lasse es mich selbst auch mal wissen, keine Ahnung. Und dann werden wir die eventuell noch alle machen. Ja, wie viele sind das Level? 16 Level voll mit Torture. Eins haben wir gemacht. 15. In den nächsten zwei Folgen? Möglicherweise. Achso, mit X kann man hier Best-Time-Modus machen. Aha. Interessant. Cool.